Willkommen zu unserer Coffee Lecture. Hilfe, ich finde in meinem Datenwust nichts mehr wieder. Greifen Sie sich ein Heißgetränk Ihrer Wahl und erfahren Sie in den nächsten 10 Minuten, wie Sie Ihre Daten sinnvoll organisieren können. Mein Name ist Frauke Zidorn und jetzt geht es los. Starten wir damit, wie hilfreich schon eine konsistente und sinnvolle Benennung von Dateien ist. Wer hat nicht schon einmal die Erfahrung gemacht, eine Datei nicht wiederzufinden, weil die seinerzeit kurzerhand festgelegte oder auch automatisch übernommene Benennung sich nicht mehr erschließen lässt? Ja, wo ist es denn jetzt? Wenn Sie nun Dateien oder auch Ordner benennen, denken Sie bitte an dies. Nutzen Sie aussagekräftige Namenskomponenten. Das wären zum Beispiel Stichwörter oder kurze Titel, Namen oder Initialen eines Erstellers. Das Datum ist meistens ziemlich wichtig und auch der Bearbeitungsstatus oder die Version hilft. Und benutzen Sie vor allen Dingen auch in einem Projekt immer dieselbe Namensstruktur für alle Dateien. Achten Sie auch darauf, keine Sonderzeichen zu verwenden, weil diese in manchen Betriebssystemen zu Problemen führen können. Auch zu lange Dateinamen können unter Umständen problematisch werden, weshalb Informationen aus der Ordnerstruktur nicht noch einmal im Dateinamen wiederholt werden müssen. Bei Windows zum Beispiel ist die gesamte Pfadlänge standardmäßig auf 260 Zeichen begrenzt. Daher ist es manchmal hilfreich oder auch notwendig, die Benennungsstruktur im Zusammenhang mit der Ordnerstruktur zu betrachten. Im Arbeitsalltag neigt man schnell dazu, seinen Ordnern Namen zu geben, die im Moment richtig erscheinen, aber schon nach kurzer Zeit keinen Sinn mehr machen. Da wird ein neuer Ordner angelegt und vergessen, einen Namen dafür anzugeben. Ein in diesem Moment wichtiges Dokument wird im Ordner wichtig abgelegt und vergessen. Ordner werden nach den Namen des Kollegen oder der Kollegin benannt, die dritte Person aber gar nicht kennen. Und so weiter und so fort. Überlegen Sie sich deshalb für Ihre Arbeit eine passende Struktur und halten Sie sich daran. Es kann hilfreich sein, diese Struktur aufzuschreiben, zum Beispiel in einer README-Datei, selbst wenn Sie alleine arbeiten. Dies gilt übrigens auch für Ihre Regeln zur Dateibenennung. Ein Kaviat noch, seien Sie vorsichtig damit, die alphabetische Reihenfolge zu manipulieren, indem Sie dem Namen einer Datei oder eines Ordners ein Sonderzeichen voranstellen. Dies hat vermutlich jeder schon einmal für häufig genutzte Dokumente oder Ordner getan, doch dritte Personen oder auch wir selber nach einiger Zeit suchen nach den Protokollen unter P zwischen Präsentationen und Standards und nicht ganz am Anfang einer Dateiliste. Eine gute Struktur und Benennung bietet Ihnen also gleich viele Informationen zum Inhalt der Daten und hilft Ihnen, den Überblick zu wahren. Doch um Daten langfristig interpretieren und nachnutzen zu können, braucht man mehr Informationen, als in einem Dateinamen untergebracht werden können. Willkommen in der wunderbaren Welt der Metadaten. Was sind Metadaten denn eigentlich genau? Nun, zuallererst sind Metadaten Daten über Daten. Genau genommen sind Metadaten Daten über irgendetwas. Sie beschreiben das zugrunde liegende Objekt, ob dies nun ein Buch, ein Film oder eben Daten sind. Dabei können alle relevanten Aspekte betrachtet werden, technische, administrative oder bibliografische. Es gibt ein sehr kurzes Set an Metadaten, die einen Datensatz zitierbar machen. Das wären Titel, Ersteller, Erstellungsdatum, Beschreibung und Identifier. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Daten hiermit auch gut nachnutzbar sind. Je detaillierter die Metadaten sind, desto besser weiß man später, was das eigentlich für Daten sind und wo sie herkommen. Erst dann kann man sie auch vernünftig nachnutzen. Es gibt im Prinzip zwei Wege, Metadaten zu erstellen. Entweder automatisch, zum Beispiel während die Daten erhoben oder verarbeitet werden, oder sie werden später manuell hinzugefügt. Automatisch werden oft technische Metadaten erhoben, beschreibende Metadaten werden meist manuell geschrieben. Metadaten können auf verschiedene Arten gespeichert werden. Zum Beispiel in einer strukturierten XML-Datei nach einem vorgegebenen Metadatenschema, in einer eigens für Metadaten konfigurierten Datenbank, in einer Tabelle, zum Beispiel in einem eigenen Arbeitsblatt einer Excel-Datei, in einer README-Datei oder innerhalb der eigentlichen Daten, zum Beispiel im File-Header. Vielleicht finden Sie ja auch noch andere Wege, Metadaten zu dokumentieren. Das ist alles ist gut. Wie eben schon erwähnt, können Metadaten auch in README-Dateien erfasst werden. Lassen Sie mich Ihnen von den weiteren Vorzügen dieser Dateien erzählen. Die meisten Leute kennen README-Dateien von Softwareprogrammen, wo sie dann selten von Leuten, die nicht selber programmieren, gelesen werden. Doch README-Dateien haben auch jenseits der Softwareprogrammierung einen wichtigen Nutzen.
README-Dateien erklären das aktuelle Projekt, können Arbeitsweisen, zum Beispiel Benennungsstandards und Ordnerstrukturen festlegen und Details zu den Forschungsdaten enthalten. Wie können Sie nun README-Dateien sinnvoll nutzen? Was sollte in so einer Datei drinstehen? Erstens, README-Dateien müssen nicht lang und kompliziert sein. Auch hier gilt, wie beim Datenmanagementplan aus der letzten Coffee Lecture, keep it short and simple. Zweitens, beschreiben Sie, was wichtig ist. Arbeitsweisen, wo wird was abgelegt, welche Abkürzungen und Standards werden genutzt. Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine neue Mitarbeiterin einarbeiten. Schreiben Sie alles auf, was Sie ihr erzählen müssen, damit sie sich in den Daten zurechtfindet. Und tun Sie dies dann für jede Ordnerebene oder Datei, die nähere Erläuterungen benötigt. So können Sie immer genau die Informationen ablegen, die hier an dieser Stelle nützlich sind und verhindern unnötig lange Dateien, die schwer zu durchschauen sind. README-Dateien können auch dafür genutzt werden, um Änderungen an Daten zu dokumentieren, die während der Verarbeitung der Daten vorgenommen werden. README-Dateien werden in der Regel als TXT- oder MD-Daten gespeichert. So können sie auf jedem Computer geöffnet werden. Im MD-Format, MD steht für Markdown, können Sie die Texte auch mit einfachen Mitteln formatieren. Mehr Informationen zu Markdown haben wir Ihnen in der Beschreibung verlinkt. Auch in der besten Dokumentation wird es immer wieder Fragen geben. Geben Sie daher immer einen Ansprechpartner an. Bei publizierten Datensätzen sollte eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden, die langfristig aktiv ist. Vielleicht eine Funktions-E-Mail, auf die mehrere Personen zugreifen können. Insbesondere für Softwareprojekte gibt es gute Hilfen im Internet. MakeARREADME.com ist besonders leicht verständlich und kann ich gut empfehlen. Diese Coffee Lecture basiert auf der kürzlich erschienenen Blogreihe 2 Minuten FDM im TEB-Blog. Schauen Sie dort doch auch einmal rein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch unsere nächste Coffee Lecture zum Forschungsdatenmanagement anschauen möchten. Am 12. August rede ich über die Publikation von Forschungsdaten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.